Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, genommen Hobbits und Elodem zu einem neuen Part Minecraft Arno mit dem Zwergenfürst. Stein. Ja, genau das brauchen wir. Es wird bestimmt ein bisschen und dann gebrannt haben. Können wir abholen. Dann wird der Turm weitergebaut. 35 Stein. Ja. Und da kommt weiterer Stein rein. Alles klar. Weiter geht's. Der Turm wird weitergebaut. Ja. Nicht so spannend, diese Parts mit dem Turm bauen, aber ja. Gebaut muss auch irgendwann mal werden. Das wird dann später ein bisschen spannender, wenn es dann an die Innenausstattung des Turms geht, aber ja, vielleicht ist es ja trotzdem ein wenig spannend. Ich hatte ja vor, das auch ein bisschen zu gestalten, dass ich hier vielleicht die zweite Etage ein bisschen versetzt gestalte. Das finde ich immer noch eine gute Idee, das machen wir glaube ich so. Mal schauen. Hab zumindest noch keine bessere Idee gesehen. Dann wird das so ein bisschen ein, ja, wie so ein Zauberwürfel, so ein versetzter, verrückter, verrutschter Turm. Mit so Terrassen dazwischen kann man ja vielleicht Terrassen reinbauen. Ist vielleicht nicht ganz schlecht. Oh, das war schon zu hoch. Alles klar. Und da wird weiter Stein geholt. Ja, hin und zurück geht's für heute. Und das, ja, wird jetzt wohl ein paar Mal hin und her gehen. Wie im letzten Part schon angefangen. So sieht's aus. Das ist Minecraft. Das, ja, so kann's sein. So. Das ist Kies. Ja, das können wir nicht brennen. Kies können wir nicht brennen. Das ist recht unmöglich. Aber hier haben wir noch eine Menge Bruchstein vorhanden. Können wir den nachliefern oder? Ja. Mit Diorit bauen wir nicht. Aber wir haben noch ein bisschen Stein. Alles klar, jetzt wird es schon wieder Nacht. Ich baue trotzdem ein bisschen weiter. Ist ja nicht so, als ob hier wahnsinnig viele Monster unterwegs sind. Also, ja, werden wir wohl irgendwie überleben, gerade wenn wir oben auf dem Turm sind. Hoffe ich doch, dass da die Monster nicht unbedingt hochkriechen. Obwohl da ja eine Treppe ist, aber ja, Monster sind ja nicht die schlauesten. So, dann mal weiter. Muss ich aufpassen, dass ich hier nicht automatisch runterhopse. So, Fackeln habe ich leider keinen mit dabei, das ist ein bisschen doof. Und das brauche ich auch nicht, weil meine Steine eh jetzt gerade alle sind, dann kann ich ja gleich mal ins Wirtshaus gehen, dort mal übernachten. Zur goldenen Schaufel. Zur goldenen Schaufel, ja. War gerade die Überlegung, ob das güldene oder goldene Schaufel heißt. Ja, hier ist auch ein tiefes Loch, wo wir jetzt nicht unbedingt runterfallen sollten. Da müssen wir nochmal gucken, wie wir die unterirdischen Tunnel weiterbauen. Ja,
Hier im Wirtshaus ist man auch nicht unbedingt sicher, weil die Creeper und Monster scheinen vor diesen Türen keine sonderbare Angst zu haben. Ja, hatte ich ja schon mal ein Part, wo sich hier mehrere Creeper drin versammelt haben in der Kneipe. Da war ich nicht so gut aufgehoben, drin. Schwein. Ja, das ist mein unbenanntes Schwein, Wladimir der Zweite. Klaus, das Huhn, das braucht meine Partnerin. Die Kuh braucht auch noch einen Namen. Ja, mein bunter Viehstall. Das Schwein scheint schon einigermaßen gezüchtet zu sein. Das trägt schon einen Sattel. Das Huhn vielleicht noch nicht so unbedingt. Aber es trägt einen Namen. Da haben wir schon 20. 20. So. Dann können wir ja ein klein wenig weiter bauen. Joa. Können wir ein bisschen labern bei dem. Bei der Sache, wo wir gerade hier sind. Ich glaube, ich würde hier noch ein paar höher machen und dann erst die nächste Etage anfangen, weil ja, noch ist das nicht sonderlich groß. Ein, zweimal noch drüber. Ja, so ein, zweimal dazu noch. Ich würde sagen zweimal, dann schauen wir mal weiter. Ja, ist nicht wirklich lustig jetzt hier mit immer nur 20 Stück loszurennen. Das bringt nicht wirklich viel. Um einmal rumzukommen, braucht man schon ein bisschen mehr. Vielleicht machen wir zwischendurch mal was anderes. Ein bisschen zu den Feldern gehen, da wird bestimmt wieder was gewachsen sein. Können wir ein bisschen ernten. Ja, ich sehe es doch. Ein bisschen was ist gewachsen. Die Kürbisse sind immer noch nicht gewachsen. Melonen. Ich verstehe es nicht. Muss ich vielleicht dort bleiben, ein bisschen drum herum rennen oder... Und was ist los? Irgendwas gab es dort doch mal, dass man da am Feld bleiben muss für bestimmte Sachen. Irgendwie später gab es auch Knochenmehl oder sowas. Mit Knochenmehl kann man das vielleicht schneller wachsen lassen, aber bringt das hier was in dieser Minecraft-Version? Ich weiß ja nicht. Naja, mal schauen. Schau mal, ob ich Knochenmehl kriege. Knochen habe ich auf jeden Fall genug, aber die Frage ist dann, wie machen wir daraus Mehl? Wie kriegen wir das Knochenmehl? Das ist die große Preisfrage. Ich pflanze hier erstmal ein bisschen. So haben wir wieder ein bisschen Weizen bekommen. Ja, das müssen wir auch mal verkaufen, verbrauchen, haben wir genug von, auf Lager, können wir eigentlich auch mal mitnehmen, das schadet nicht. So, Samen haben wir auch genug für ein weiteres Feld, für zwei weitere Felder fast, ja, so sieht's aus. Ja. Knochenmehl, würde ich mal gucken. Vielleicht finde ich da irgendwo eine Anleitung. Anleitung nicht unbedingt, aber vielleicht finde ich da eine Möglichkeit. 31 Knochen. Irgendwie hier. Knochenmehl zu craften. Irgendwie muss man das doch.
schnabulier mal ein bisschen Brot. Ein Schaf. Holz. Da ist Holz. Baue ich ab mit Brot. Warum nicht? Wo ist das gelandet? Ach so, Fichtenholz. Schwarzeichenbretter. Ja, Schwarzeiche findet man jetzt hier vielleicht nicht unbedingt. Kies. Mit Kies Holz abbauen. Jo. Ist doch eigentlich egal, mit welchem Holz wir das machen, oder? Ich brauche wahrscheinlich von der einen Sorte genug. Ja. Fichtenholz. Hier sind nicht mehr so viele Bäume. Die habe ich eigentlich alle weggeerntet, um zu bauen. Das ist schlecht, hätten wir mal neu pflanzen sollen. Bäume. Da drüben sind Bäume. Ich muss mal aufhören, hier die Bäume restlos abzubauen. Irgendwann brauche ich wieder Holz. Dann muss ich es einfach nur mal neu pflanzen. Da bringt es auch nichts, das wegzumachen. Okay, das scheint wieder ein anderes Holz zu sein. Holz sammeln. Wir waren jetzt gerade eigentlich woanders dran. Ich habe nämlich ein anderes Projekt am Laufen. Aber gut. Das war jetzt eigentlich eher eine Zeitverschwendung, ein Zeitvertrieb, dass wir hier mal Holz holen. So. Dann mal hier durch in den Keller wieder rein. Hui. Ich sagte hui. So, rein ins Wasser. Immer schön nass werden. Können wir trocknen. Unterwegs. So, die Werkbank. Holz. Okay, vielleicht reicht das schon. Eine Truhe, wo war die? Die war hier. Oder nicht? Truhe. Und Trichter. Wozu auch immer ein Trichter uns nützt. Trichter. Bruchstein. So, mal hier hingestellt. Knochen. Hallo? Das bringt recht wenig. Feuerstein. Holz. Noch mehr Stein. Diorit. Was ist die Funktion von diesem Trichter? Da muss ich mich, glaube ich, nochmal belesen. Lassen wir aber erstmal hier. Ist vielleicht irgendwo zu noch Nütze. Trichter. Kannst du mir sagen, wie ein Trichter, was ein Trichter so macht? Ich komme da nicht auf den Trichter. Y-Info. Kann Gegenstände fangen oder sie in Behälter legen, beziehungsweise aus ihnen entfernen. Okay. Schön. Diorit.
Können wir quasi wegschmeißen. Was nützt dieser Trichter mir? Oh, mein Eisen, das muss ich wieder ablegen. Das darf ich ja nicht mit auf Wanderschaft nehmen. Wenn ich das verliere. Das wäre nicht so toll. Und Gold habe ich auch noch ein bisschen drin. Nicht schlecht. So, jetzt gehe ich mit dem ganzen Zeug hier unterwegs oder was. Jetzt habe ich die Tür offen gelassen. Das ist auch ein Trick. Und ich habe die Ware vergessen, die ich unten habe. Den Stein aus dem Ofen nehmen. Das Stein. Das ich für den Turm brauche. Zu hier. Dass niemand Ungebetenes reinkommt. 46 Stein. Bruchstein habe ich hier. Kohle reicht noch ein bisschen. Verrate mir einer, wie ich dieses Knochenmehl mache. Irgendwann werde ich es schon herausfinden. Ich werde es nachher mal googeln, wenn ich dran denke. Ja, wenn ich dran denke. Denke ich wahrscheinlich nicht, deshalb werde ich den nächsten Part immer noch nicht wissen. Tja. Das ist ja das große Problem, dass ich es immer vergesse. Da habe ich gerade die Kuh weggeschubst. Professioneller Kuhschubser. Ja. Ich habe ja letzten Samstag, das ist jetzt schon eine Weile her, wenn ihr das Video seht, oh mein schönes Blumenbeet. Das sieht ja von hier oben hübsch aus. Ich habe letzten Samstag ein Interview mit dem, seinen Namen habe ich schon wieder vergessen. Ich kann meinen Namen wirklich nicht merken, bin ich sehr schlecht dran. Mit dem Veranstalter der Demonstrationen in Magdeburg zu Artikel 13. Mit dem habe ich ein kleines Interview geführt, was dann am Sonntag auf meinem Kanal online kam. Das Video. Und ja, das war ganz nett. Mein erstes Interview, muss ich sagen. Ist mal was Neues. Erde. Okay, reicht das, um da die nächste Stufe zu machen? Bestimmt. Jo. Da brauchen wir gleich schon die übernächste. Yep. Was ich sagen wollte, ja. Ist wirklich ein Interview, ist wirklich eine Sache, die man mal gemacht haben sollte. Ist eine Erfahrung nicht nur für den Typ, der interviewt wird, sondern war auch eine coole Sache für mich. Also, ja, und da habe ich den, das war wirklich eine Anfrage von mir, da habe ich ihn wirklich mal auf Discord angeschrieben, habe ich gesagt, hey, ich habe dich am 9.3. auf der Demo gesehen. Naja, ich habe schon ein bisschen vorher mit ihm gechattet, aber habe ihn dann angefragt. Willst du mal für meinen Kanal, kannst du mal da ein bisschen was zu sagen? Au! Dann ist mir da gefallen. Und dann habe ich ein Interview geführt. Gerne mal wieder, also mit ihm auch von mir aus, wenn es sich irgendwann mal anbietet, wenn mal was Neues kommt und er mal wieder irgendwo dafür zuständig ist, auch gerne mal mit anderen, also wenn ich da Leute finde, die irgendwo für Spezialist sind oder verantwortlich sind, fand ich nicht schlecht, hat mir Spaß gemacht. Und auch privat außerhalb des Interviews habe ich ja ein bisschen mit dem über Artikel 13 gelabert. Das war auch nicht ganz schlecht, damit mit wem drüber reden zu können. Also
Das ist wirklich eine tolle Sache. Das habe ich sowas von gebraucht. Also einfach mit jemandem mal über das Thema reden zu können, war so, so schön. Also ich habe in meiner Verwandtschaft, muss dazu sagen, meine Verwandtschaft und Bekanntschaft, leider niemandem, mit dem man wirklich fachlich gut darüber reden kann, weil meine Bekanntschaft, mein Umkreis, ja, wirklich eher dagegen, also eher dafür ist, oder, ja, ich will nicht sagen dafür, aber sich zumindest nicht dafür interessiert. Also entweder die sind dafür, also für Artikel 13, Befürworter von Artikel 13, oder die juckt das einfach nicht. Die meisten juckt das einfach nicht. Die haben einfach kein politisches Interesse. Die haben halt kein politisches Interesse, will ich jetzt auch nicht so sagen. Muss schon sagen, ja, so ist es nicht. Aber die juckt der Artikel 13 halt einfach nicht und informieren sich deshalb auch nicht und ja, wollen sich auch nicht informieren und ja, ist halt einfach kein, ist halt keine Möglichkeit. Verstehst du, mein lieber Zuschauer, was ich dir sagen will? wahrscheinlich nicht, aber ich gebe mir die beste Mühe, es richtig zu äußern. Und ihr müsst halt eure beste Mühe geben, zuzuhören und zu verstehen. So sieht's aus. Und da ist es einfach mal geil, mit jemandem zu reden, der wirklich sich auskennt, der drin ist in der Materie und der ja auch über Discord mit einem chatten kann, der zu dem Thema was sagen kann, mit dem man sich auch austauschen kann, mit dem man Meinungen austauschen kann und mit dem man ja einfach mal entspannt labern kann. Ist was Tolles. Und gerade über Discord, also ich finde, gerade Discord macht auch vieles aus bei Gesprächen. Ich bin ja auch, und das würde ich auch für andere behaupten, ich weiß jetzt nicht, wie andere ticken, aber man ist ja ein anderer Mensch. Ich zumindest bin ein anderer Mensch, wenn ich schreibe. Ja, ich bin kein anderer Mensch, das ist falsch, aber ich schreibe anders, als ich rede. Und deshalb sind vielleicht auch ein paar Leute beim Schreiben ungezwungener und nicht so ganz. Also manche sind vielleicht schüchtern im echten Leben, wenn sie reden müssen. Aber im Chat, also auf Discord und so weiter, haben sie nicht so ein Problem damit. Das ist ja so. Also es ist nicht nur im Chat so, wenn man schreibt, ist man anders. Also man schreibt wirklich anders, als man redet. Und das bietet auch komplett, also meiner Meinung nach bietet das viele neue Möglichkeiten. Und gerade auch für Leute, die sich wirklich nicht so sicher sind und wirklich sehr schüchtern sind im realen Leben, also im Real Life, die das nicht so können und Probleme da haben, die haben vielleicht keine Probleme, wenn sie im Discord oder in anderen Chats miteinander reden. Daher, Discord ist wirklich eine, oder Chats, Online-Chats sind wirklich eine Erfindung. Da bin ich dankbar für. Also Discord ist ja hauptsächlich dafür da, dass man auch dort reden kann. Also man kann schreiben und reden. Das ist ja das Tolle. Und man, ja, das ist also wirklich eine tolle Sache. Ach so, da wollte ich ja schon, jetzt wollte ich die nächste Ebene anfangen. Also den Stein irgendwie weg.
Machen wir ihn wieder zu Bruchstein oder verfliegt ganz. Ja, wenn wir ihn mit der Faust abbauen, ist er ganz weg. Zack. Ja, wie machen wir das? Ich glaube, da kommt hier so die Spitze hin, wenn ich es richtig hinkriege, so ein bisschen gedreht. Und dann bauen wir den Block da so drüber. Da machen wir hier eine Decke zwischen. Ja, und dann kommt da die nächste Etage versetzt drauf. Ich glaube, das könnte ganz cool aussehen, dass dann mehrere Etagen versetzt drauf hat. Sieht das fast so ein bisschen aus, als würde das schweben. Als würde das so ein bisschen Rubik's Cube-mäßig, Zauberwürfel-mäßig so verdreht sein. So ganz magisch, auf magische Art und Weise. Ich denke gerade so ein bisschen an The Legend of Zelda Spirit Tracks. Wenn ihr wisst, was ich meine. So ein bisschen, da schwebten sie mehr übereinander, aber versteht da, was ich meine. If you know what I mean. Ja. Das könnte cool aussehen. Jetzt habe ich noch ein bisschen Steinblöcke. Machen wir mal erst noch das Dach zu. Dach zu. Machen Kopf zu. Nee, Spaß. Das war nicht an dich gemeint. Das war an den Turm gemeint. Turm, mach den Kopf zu. Lab. Da ich mich wieder verhaspelt. Ja. Das soll hier bloß nicht reinfallen. Da müssen wir auch noch eine Wendeltreppe nach oben machen. Ja, wie es innen aussieht, schauen wir dann erstmal das Außen. Ich weiß, das ist vielleicht, au, der falsche Weg. Da bin ich runtergefallen. Mal ein bisschen Brot essen. Und das, was wir bei uns haben. Ein bisschen Heilung. Es wird Nacht. Schlecht eigentlich. Da kommen die Monster. Und verschlingen uns. Jo. Hier könnte man auch mit Stufen arbeiten. Mit Steinstufen. Aber... ja, bei der Größe von dem Turm. Au! Nicht so viel Fallschaden. Die ist eigentlich gar nicht gut. So, ich hoffe, jetzt erwischt mich kein Monster auf dem Weg. Das wäre schlecht. So. Ja, gute Nacht. War ein langer Bautag. Oh. Die SD-Card. Auf dem Tisch umgeklammert. Ja. Da bauen wir mal schön weiter. In den nächsten Parts. Basteln wir uns einen Turm. Na denn. Ich weiß nicht, warum wir im Wirtshaus pennen, wenn wir ein eigenes Bett haben. Unweit entfernt vom Gasthaus. Ja. Was soll man sagen? Und ich bin auch froh, gerade über Discord habe ich vieles und viele neue auch dazu gelernt, viele neue Leute kennengelernt, die dort auf Discord auf den verschiedenen Servern sind. Ist wirklich eine Bereicherung. Und über Discord auch Gemeinschaftsaufnahmen, Let's Play Togethers mit Modi, Takeru, Ninnyline, dem 4-5 Discord. Da bin ich auch wirklich heilfroh drüber, dass ich die in dem Team habe, dass wir da mal, müssen wir vielleicht mal demnächst mal wieder was aufnehmen. Wird mal wieder Zeit, dass wir da was aufnehmen können. Finde ich echt geil. Und da auch nach 3 Jahren mal ihn zu haben, der mit mir aufnimmt. Ja. Endlich wieder sowas wie Freunde. Freunde. Nee, Spaß.
Ich komm zurecht. Schlief. Ja. Jetzt kein Mitleid kriegen. Ist ja alles nur Spaß.